Ich weiß zwar, dass ich nicht so der größte Fan von dem Editing die meiste Zeit bin, weil es nicht für mich gemacht ist. Aber wenn ich sehe, es gibt ein Video zu Resident Evil Revelations und das ist dann mit, oh, ist Resident Evil Relations, ich weiß nicht, langweiliger Durchschnitt. Das könntest du auch, ist das einfach der größte Rotz auf Erden? Fragezeichen. Ja, wäre die Antwort bis auf den Raid-Modus. Aber wenn es um Meinungen zu Revelations geht, bin ich immer sehr gespannt. Weil das ist für mich ein Spiel, wo ich nie verstanden habe, warum das nicht einfach den schlimmsten Ruf überhaupt hat in der ganzen Reihe. Also das kann ich bis heute nicht nachvollziehen. Das hatte auf dem, beim 3DS ist es noch so, oh, es ist für ein 3DS-Spiel ganz cool und auf dem 3DS sah es halt auch wirklich fantastisch aus. Aber als ich es dann das erste Mal in dieser HD-Fassung gespielt habe, also ich bin echt vom Glauben abgefallen. Nachdem ich da gehört hatte, was mir Leute von der 3DS-Fassung gesagt haben, habe ich nachher nochmal die 3DS-Fassung gespielt, weil ich dann dachte, oh, vielleicht ist es da irgendwie magisch besser. Also nein. Das Ding hat einen coolen Raid-Modus, den lohnt sich zu spielen, gerade im Koop, aber die Hauptkampagne ist einfach nur fucking ass. Ich meine, du hast spielerische Probleme auch im Raid-Modus, die werden da weitergetragen, aber zumindest zum Beispiel das fehlende Trefferfeedback, das wird deutlich, deutlich verbessert, weil du Zahlen hast, weil du halt wirklich Damage Numbers hast im Raid-Modus und da kriegst du dann zumindest ein bisschen mehr Feedback. So, aber die Hauptkampagne ist einfach wirklich, boah, ich muss da irgendwann. Ich meine, wir werden es ja demnächst dann auch im Livestream dann sehen, wenn ich das dann mich auf dem Inferno-Modus durchquälen muss. Aber ich bin immer mal gespannt, was andere Leute zu Revelations zu sagen haben. Leute, ich weiß, was ihr euch gerade denkt. Wo spiele AMK? Seit dem Elden Ring DLC befinden wir uns in einem hammerharten Sommerloch, aus dem nur Mr. Das war vor 13 Tagen, das Video, am 30.8. Das ist wieder dieses Wort Sommerloch. Sommerloch, wenn ich außer FIFA und. Ich meine, ich weiß, dass er ja mehr spielt, aber das ist halt trotzdem so eine. Bei der Spieleflut, auch gerade im August oder so, Bro, come on, wirklich. Da müssen wir sowas nichts machen. Oh ja, Titel anpassen. Aber wofür habe ich denn eigentlich Mods hier, die das machen können eigentlich? Was ist denn da los, Leute? Ich könnte auch die Kategorie ändern. Wofür bezahle ich euch nicht? Da Ubisoft uns retten kann mit dem nächsten Meisterwerk, das er aus dem Enddarm gedrückt hat. Und Wukong. Game of the Year. Game of the Year. Eher Wukong. Aber bevor wir dazu kommen, habe ich noch eine Nebenquest offen. Ich denke mir, oh nein, nicht schlecht. Wie ihr wisst, bin ich auf der Quest, alle Resident Evil Spiele zu spielen und ich würde behaupten, ich bin gut dabei. Und dieses Mal habe ich mir ein richtig besonderes Spiel vorgenommen. Resident Evil Revelation. Danke, Mr. Ubisoft. Das war's auch für dieses Video. Schon dich ein bisschen. Das nächste wird hammerhart. Hab gar keine Bock drauf. Das ist nämlich aus mehreren Gründen besonders. Grund Nummer 1, Jill. Grund Nummer 2, Chris. Grund Nummer 3, es war erstmal ein exklusives 3. Oh, das ist das gute alte Circle Pad Pro. Aber Bro, das auch noch mit dem Original. Das ist doch hundertprozentig Scott the Was-Material, oder? Das erkenne ich am Teppich. Das erkenne ich sofort am Teppich. Ich will jetzt nicht sagen, ich erkenne das, weil ich seine Hände erkenne, aber das erkenne ich am Teppich. Dass das. Das muss Scott the Was-Footage sein. 3DS-Spiel. Grund Nummer 4. Es war tatsächlich mein erstes Resident Evil-Spiel. Grund Nummer 5. Wie die Alte gegen die Wand gedonnert wird. Und Grund Nummer 6. Es ist scheiße. Spaß, aber. Nein, 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 sag's, wir sind hier unter uns, sag ruhig offen und ehrlich. Resident Evil Revelations, die Kampagne ist ziemlich kacke. Vielleicht auch doch nicht. Denn ihr müsst wissen, als Revelations rauskam, hatte Capcom eine weirde Phase. Ich glaube, Experten in der Szene reden von der, in Anführungsstrichen, Call Her the Duty Phase. Wenn du mich fickst, fick ich dich zurück, du Opfer.
aus dem alten, langsamen Survival-Horror-Ressourcen-Management vor Gegnern weglaufen, Rätsel lösen und Jill Sandwich wurde von Panzer verfolgt werden, dann mit einem Motorrad Panzerschüssen ausweichen, über Dächer fahren. Ja, das ist immer noch einfach nur Flut. Da kann, weißt du, sowas wie das, wie der Capture-Joke, das sind ja sogar noch irgendwelche Sachen, wo ich dann sage, haha, aber das ist einfach in so einem Tempo alles Mögliche nur weggeballert, dass selbst wenn ich was lustig finde, es einfach nicht wirken kann, weil schon wieder 30 andere Sachen irgendwie die ganze Zeit gekommen sind. So, ich weiß, ich bin da nicht die Zielgruppe, aber ich glaube dennoch, dass das mit ein bisschen mehr Fokus besser wäre. I don't know. Ich mag ja auch, das ist ja offensichtlich von so Sachen wie Internet Historien oder so inspiriert. Und da muss ich schon sagen, dass das auch da nicht einfach nur wirr alles viel ist, sondern das hat dann, wenn was gezeigt wird, hat es eben auch einen gewissen Grund und wechselt nicht die ganze Zeit. So, das erinnert mich sehr an dieses, das hatte mir irgendjemand mal geschickt, dass ich das im Stream gucke. Irgend so ein Zusammenfassungsvideo, wo es auch einfach nur 5000 Dinge explodieren die ganze Zeit. Und da habe ich auch gesagt, Bro, das kann ich mir nicht geben. Das kann ich mir nicht geben. Deswegen, ich meine, hier ist es jetzt, ich bin für die Revelations-Takes da. Aber beim Rest eher so weniger. Vor allem, ich finde, dass dann in solchen Fällen dann irgendwie auch der versuchte Gag den eigentlichen Punkt so ein bisschen untergräbt. Weil es ist so, Capcom hatte in der Phase, waren wir in unserer Fuck-You-Phase. Und dann so, Capcom waren in ihrer Keiji Inafune-Phase. So, um diese Ära zu erklären, musst du Keiji Inafune erklären und wie viel Einfluss er damals auf Capcom eben hatte. Und dass er hauptverantwortlich dafür war, wie viele Marken Capcom eben an andere Studios abgegeben hat. Und dass das eben auch so ein bisschen zu so einer Sinneskrise führte in der Firma. Oder beziehungsweise bei ihren Spielen. Und dann eben nochmal Resident Evil 6 versucht hat, so einen ganz bestimmten Markt abzugreifen. Und das ist halt vollkommen in die Hose gegangen. Das Spiel war so unfassbar teuer. Das war das teuerste Spiel, was Capcom zu dem Zeitpunkt jemals gemacht hat. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt, also über die Dauer auf jeden Fall wird das wahrscheinlich einen gewissen Profit gemacht haben mit den ganzen Editionen, die noch rausgekommen sind und Sales und sowas. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das so profitabel war wie jetzt die aktuelle Remake-Phase oder eben auch einen 7er. Wie teuer war das? Das ist 2012 rausgekommen. Und das hatte zu dem Zeitpunkt, ich glaube, das waren ein paar hundert Leute, die da drauf gearbeitet haben. Also, und das sind ja 4 Kampagnen. Das ist quasi so, Capcom hat versucht, mit Resident Evil 6 das zu machen, was so Ubisoft mit ihren ganzen Open-World-Titeln immer gemacht haben. So, hier sind so paar hundert Leute, die dann zusammenkommen und daran arbeiten. Und die einen Leute machen die Kampagne und die machen das. Und am Ende fügt sich das nicht wirklich so richtig zusammen. Das ist eben so ein katastrophales Monstrum einfach nur gewesen. Und ich meine, man merkt es ja auch, dass dann Resident Evil 6 war dann auch so der Punkt, nachdem man sich dann gesagt hat, okay, wir müssen hier ein bisschen mehr was umstrukturieren. Und dann über einen Helikopter in einer super Slow-Mo springen, als wäre es ein Stunt in GTA. Ach ja. Und Felsen schlagen. In dieser wilden Phase hat Capcom viel Kritik abbekommen von Fans und Kritik. Ich meine, Felsen schlagen war noch ein bisschen, das war so am Rand davor, da war es noch, wo es gut war. Kann, die sich die alten Teile wieder wünschen. Und so antwortete Capcom in einem offiziellen Statement: Mann, okay. Hier habt ihr euren doofen Survival-Shooter. Auf dem 3DS Lil. Zitat Ende. Die Revelations-Serie sollte jetzt nun die gruselige Survival-Horror-Serie sein, was neben der Hauptreihe Resident Evil Modern Warfare läuft. Aber wie wir wissen, hat das nicht ganz so geklappt, ja? Die Hauptserie wurde wieder gruselig und dann nicht mehr ganz so gruselig. So we finally meet. You know how long I've been waiting for this? Und jetzt soll das neue anscheinend Open World werden. Mal gucken, was das wird, aber darüber will ich doch gar nicht reden. Ich will über dieses kleine Spiel reden. Denn wie gesagt, war das meine erste Resident Evil Erfahrung. Und oh boy, hab ich es geliebt. Ich meine, ich habe sogar dafür dieses... Ich meine, bei Jills Arsch muss man auch wirklich sagen, da haben die einen Fokus drauf gelegt. Auf dem 3DS,
dass du, wenn du mit Jill spielst und dann das Charaktermodell noch, dass da genügend Platz ist, um halt wirklich diesen gigantischen Hintern, der dir vor allem mit dem 3DS-Ding, mit dem 3D-Feature einfach entgegengestrahlt ist, da war so der Fokus drauf gesetzt, ja. Internet Historian? Du meinst Internet Plagiarist? Eher von, Jules hat die Sachen auch von Internet Historian geklaut und die Kavit-Sachen waren vor den Sachen auch da. Die haben beide unabhängig voneinander sich bei Internet Historian da, ich will nicht sagen kopiert, inspirieren lassen, sagen wir mal so. Aber die Jules-Sachen muss ich eben auch sagen, dass die wesentlich besser editiert sind. Also die sind halt wirklich so auf dem Level, dass da die einzelnen Jokes eben auch einen Platz drin haben, dass Dinge wirken können und dass es nicht einfach nur dieses, ich muss jetzt den Bildschirm alle 5 Sekunden irgendwie mit was vollfeuern. Das Ding für den 3DS geholt, ja, der Circle Pad. Also deswegen, weil zum Beispiel eigentlich das ich meine, so ein Meme wie das Deadpool 3 dringend reinzumachen, ist halt immer so ein bisschen, ha, weiß ich nicht, weil das dann wahrscheinlich super schnell irgendwie, also irgendwann dann, du weißt, du kannst halt nie wissen, was so die Halbwertszeit von irgendeinem Meme ist oder so, oder wie du das dann, dass du dann irgendwie so ein paar Monate später schon drauf guckst und dann denkst, weiß ich ja nicht, das hat sich jetzt so ein bisschen totgelaufen. Aber es ist zumindest in der Form, finde ich, gut umgesetzt. Und dann muss halt direkt danach wieder 200 andere Dinge irgendwie draufgeballert werden. Und ich, also wenn ich mir halt auch die Resonanz von den Jules-Videos ansehe, dann glaube ich jetzt nicht, dass du 50 Sachen permanent brauchst, sondern du kannst das immer so mit den Gags durchfüttern. Aber es sollte zumindest etwas sein, wo man sich auch mal ein paar Sekunden drauf fokussieren kann, dass es eben wirkt, ja. Pro für jeden Call of Duty-Atzen. Damit wurde dein 3DS zu einem 3DS mit 2 Sticks. Amazing. Revelations war damals fantastisch. Es hat gute Bewertungen bekommen. Die Fans schienen es mehr zu mögen als Leon, der ein Flugzeug landet. Aber mittlerweile hat sich das, glaube ich, so ein bisschen geändert. Habe ich mich etwa geirrt? Ist das hier aus heutiger Sicht keine Perle auf dem... Das war es auch damals schon nicht. Ich hab keine Ahnung, was die Leute geraucht haben. Das war wirklich einfach nur, wenn ich da auch gelesen habe, oh, Resident Evil... Wie ein klassischer Teil und ich denke, ich spiele das einfach und dann so, Bro, ist es, du siehst einfach nur die Wandtapete und fühlst dich an Remake erinnert. Nichts an diesem Spiel ist klassisches Resident Evil. Also das ist so eine, boah, also da muss ich bis heute einfach noch mit dem Kopf schütteln einfach, wie das da behandelt wurde auf dem 3DS. So technisch auf jeden Fall. Das ist eines der beeindruckendsten Spiele auf dem 3DS, auch nach hinten raus immer noch. Aber gerade als es eben erschien, weil das war ja so der erste richtig große Grafikblender auf dem 3DS. Capcom haben ja dafür extra ihre Empty Framework Engine auf den 3DS angepasst. Gaming-Markt mehr, sondern einfach nur langweiliger Durchschnitt, wie es der Metascore sagt, gehen wir auf die Queen Zenobia und finden es heraus. Moment mal. Schiff? Meer? Wasser? Wassermelone, Holy hat ein Wassermelonen-Eistee gemacht. What? Ihr habt richtig gehört, wir sind zwar gefangen auf einem gruseligen Boot mit einem hässlichen Monster. Krach. Krach. Eine ziemlich unchillige Situation, aber Holy macht es etwas chilliger mit den neuen Eisteesorten Honey Melon Green Tea und mein absoluter Favorit Watermelon Hibiskus. Mr. Monsterviech, wie schmeckt Ihnen der Eistee? Bruder, ich sag dir ganz ehrlich, ist das Beste, was ich bisher getrunken habe, immer Salzwasser und abgestandenes Wasser und Blut. Das hier ist eine geile Nummer. Scannt den QR-Code oder geht auf den ersten Link in der Beschreibung und Kuss an jeden, der meine Codes für süße Rabatte nutzt. Natürlich der Code, den ihr benutzt. Ne, ich stimme bei der Werbung vollkommen zu, aber wir alle wissen, sind die Codes, die man benutzen sollte, eben Speckobst5 und Speckobst. Hat er sich oben einfach, glaube ich, ein bisschen verschrieben. Ne? Ist so, müssen wir mal gucken. Das unterstützt mich wirklich sehr und ihr habt leckere Getränke. Das ist eine Win-Win-Situation. So sieht's aus und weiter mit Resi. Auf dem 3DS... Ne, das ist eine Werbung, die ich gerne laufen lasse dann. Sieht das Game fantastisch aus. Ja, wie ich finde, ja. Meine bescheidene Meinung. Siehst du das anders? Ist das vollkommen okay, aber... Entweder bist du blind auf beiden Augen oder nur einfach blöd. Und auf dem PC
wirkt es weird. Es sieht halt erstmal allgemein nicht so dolle aus. Die Beleuchtung ist nicht Bombe. Die Texturen sind teilweise komplette Kotze. Die Gesichtsanimationen sind manchmal nicht vorhanden, aber immer noch besser als bei Ubisoft heute. Bruder, ich dachte, ich hatte Feierabend. Man merkt an jeder Ecke, dass das hier für ein Handheld mit einem kleinen Bildschirm gedacht ist. Die Kisten sind viel zu groß, das Schloss ist viel zu groß, seine Hände sind viel zu groß, die Button-Prompts nehmen den gesamten Bildschirm ein. Und vielleicht ist es die Nostalgie, aber irgendwie hat dieser riesige Kothaufen, selbst auf dem PC... Ich muss sagen, die Charaktermodelle sehen eigentlich immer noch sehr gut aus. Also es gibt auch Dinge, die zum Beispiel, was halt wirklich, also das war auf dem 3DS halt richtig beeindruckend, aber ich finde, das sieht auch in der Version immer noch sehr gut aus. Das ist, und deswegen führt das Spiel auch, glaube ich, 1200 Mal an diesem Raum vorbei. Das ist dieser Lobbyraum mit den mehreren Stockwerken, wo diese gigantische Großvateruhr drin steht. Der sieht wirklich herausragend aus. Und deswegen habe ich auch das Gefühl, dass es so, hey, das ist das Ding, da lassen wir die Leute 5000 Mal durch und dran vorbeilaufen, deswegen lassen wir das auch ganz gut aussehen. Was halt ziemlich schlimm aussieht, ist, sobald du in diesen, ich will nicht sagen Kanalisationsbereich, ne, aber quasi unter Deck gehst in dem Spiel, also quasi die Kanalisation des Schiffes, da sieht das halt wirklich schrecklich aus. Heute noch ein bisschen Charme. Und für die nächste Aussage werde ich jetzt wahrscheinlich von PC- und PS4-Spielern ausgelacht, ja? Aber ist mir egal. Ich finde, das ist ein richtig ambitioniertes Resi-Game. Für einen 3DS hat es versucht, eine komplexe Geschichte zu erzählen. Aber dazu kommen wir gleich, lol. Die vorgerenderten Cutscenes sahen fantastisch aus und sehen heute noch okay aus. Es gab viele verschiedene... Na, also guck dir mal die Charaktermodelle an von den Leuten. Also wenn du überlegst, dass das ist auf einer modifizierten, ne, also MT Framework, einer modifizierten Engine, also quasi einer modifizierten Version von Resident Evil 5. Ne, es gab ja auch den Mercenaries-Modus auf dem 3DS. Und da muss ich sagen, sehen die Modelle vor allem immer noch sehr gut aus. Und auch an den Umgebungen ist es vollkommen fein. Aber ja, du merkst, dass es auf dem 3DS war. Aber dann überleg dir mal andere 3DS-Spiele, wenn du die eben... so aufplusterst, welches davon würde noch halbwegs so gut aussehen, ne? Also wenn es jetzt nicht einen sehr stilisierten Look hat, wie jetzt ein Ace Attorney beispielsweise. Verschiedene Locations mit dem Hauptfokus auf dem Schiff, die Queen Zenobia, geiles Setting, in Resi 4 wurde mies reingeschissen beim Schiff, ja, und von Skull & Bones will ich gar nicht erst anfangen, aber hier ist cool, Schiff, cool. Weil es erinnert natürlich so ein bisschen an das Polizeirevier aus Resi 2 oder auch bestimmt die Mansion aus Resi 1, habe ich noch nicht gespielt, sorry. Man muss aber sagen, es ist halt nicht besonders offen, ja, beziehungsweise man folgt meistens einem geraten Pfad. Ab und zu kann man dann mal ein bisschen erkunden und wenn man neue Items gefunden hat, ja, das ist der Pfad ab und zu. Das ist nämlich genau der Punkt, wo ich dann in auch so damaligen Previews und Reviews dann gelesen habe, so, oh, erinnert an Resident Evil 1 Remake. Und ich bin halt so, Bruder, das ist nur einfach nur die Tapete. Du siehst einfach nur die Tapete und so, dass die Holzverkleidung, du bist so, ja, sieht aus wie die Resi-Mansion. Ja, hier gibt's so Türen, für die brauchst du bestimmte Schlüssel, das ist Resident Evil. Aber wie er auch vollkommen korrekt sagt, das Ding ist ultralinear. Das Ding ist ultralinear und hat dann die schlimmste Form von Backtracking, weil du nicht selber entscheidest, oh, da konnte ich jetzt was machen und da konnte ich jetzt was machen und da konnte ich jetzt was machen, sondern du hast dann teilweise in den Kapiteln sind dann abgeschlossene Räume, da kannst du dann eben auch nicht hin und dann läufst du jetzt einfach nur hier hin und dann läufst du wieder zurück und dann läufst du wieder dahin und wieder zurück und sonst was und oh, das ist einfach tatsächlich sehr, sehr wenige Orte, über die das Spiel dich mehrfach schickt, damit es irgendwie so eine 8-Stunden-Kampagne da rausballern kann. Dazu kann man dann mal ein bisschen erkunden und wenn man neue Items gefunden hat. Und alles, was nicht auf dem Schiff spielt, ist sowieso absolut linear. Also du bist in dem Headquarters in der Rückblende, wenn die Hunter kommen, da gehst du linear durch. Du hast dann das Schneegebiet am Anfang mit Chris und Jessica, das ist vollkommen linear. Du hast dann nachher nochmal das andere Schneegebiet und mit dieser Station, die du reingehen musst, mit diesen beiden Comic-Relief-Charakteren, das ist auch absolut linear. Also das hat nichts mit klassischem Resident Evil zu tun. Das ist einfach nur ein lineares Spiel, wo du bei manchen Sachen öfter vorbeigehst. Gefunden hat, kann man in alte Gebiete zurück und zum Beispiel Waffen holen. Wir haben hier verschiedene Locations, ja, von normalen Schiff-Ding, Flur, Kabinen,
Küche zu einer Cafeteria, einem Casino, Alge, Alge, Alge und Aquafun. Und außerhalb dessen haben wir ein Gebäude, was total lame ist. Ein Schneegebiet, was ein Schlauch ist, ja. Und das ist alles nicht das Krasseste. Ja, ich meine, aber das Gebäude ist ja auch ein Schlauch. Also du hast, glaube ich, du hast in dem kompletten HQ hast du so ein oder zwei Gänge, wo du nochmal ein bisschen weiter in den Gang reingehen kannst, um was, um ein Item zu finden oder so, aber das war es dann eben auch. Und begeistert heute natürlich überhaupt nicht mehr, aber auf diesem kleinen Scheißgerät, da war das schon ziemlich cool. Und genau das. Ich kenne mich mit dem 3DS nicht aus, weil liegt, denke ich, auch vieles an den technischen Limits. Und dann so, nee, nicht wirklich, aber die Sache ist ja, dass die Art und Weise, wie das Spiel gemacht wurde, und wenn du es eben dann auch von Resi 5 nimmst, das war in der Phase, waren es dann eben die linearen Spiele und dann hast du es so aufgebaut. Plus, es war dann weniger die Technik, es war dann mehr die Tatsache, dass es der Handheld war, der darauf ausgerichtet sein sollte, in kurzen Schüben gespielt zu werden. Heißt hier, das Spiel war dann auch in Kapitel unterteilt. Das war auch eines von diesen Spielen, die dann, das war ja zu der Zeit mal, wo der hier und da, so Alan Wake hatte das ja auch gemacht, dass du immer, oh, on the last episode of Resident Evil Revelations. Und dadurch brauchst du natürlich automatisch einen segmentierteren Aufbau. Das gleiche gilt fürs Gameplay, ja? Wie gesagt, das Erkunden ist okay. So viel gibt es nicht, Alter, zu entdecken. Das Schießen in dem Spiel ist so ass einfach. Das meiste, was du entdeckst und was das Game quasi zu einem Easy-Mode macht, ist der Scanner. Scannst du Gegner, kriegst du Heil-Items. Nee, Mann, so ein Krautding, Alter. Und scannst du die Gegend, findest du sehr viel Munition. No joke, ich habe das erst nach dem ersten Boss gerafft. Davor hatte ich immer gerade so genug Heilung und Muni und danach wusste ich nicht mehr, wohin mit dem Scheiß, ja? Ich hätte der Merchant auf dem Schiff sein können. Das Ding ist OP und macht das Game zu leicht. Mein größtes Problem ist aber, dass du immer in dieser Sicht rumläufst, wenn du es benutzt, logischerweise, ja. Manche hatten dieses Problem halt schon bei den Batman-Games, ja, weil die Sicht halt einfach OP ist und man dann einfach die ganze Zeit nur mit der spielt und dann halt das hübsche Game verpasst. Und ich meine, so hübsch ist das hier nicht, ja, außer Parker, Kuss. Aber dennoch killt es halt einfach irgendwie den Flow von dem Game, ja, das immer rausholen, man bewegt sich währenddessen langsam, aber es ist halt zu stark, als dass man es nicht benutzt. Aber gut, wenn du nicht gerade durch den Scanner schaust, was machst du dann? Rätsel lösen. Ja, das ist, ich finde den Scanner an sich eine ganz gute, also ich finde den jetzt keine verkehrte Idee. Aber ja, statt dass du die Umgebung erkundest, bist du halt immer mehr damit beschäftigt, oh, zwischendurch den Scanner rauszuholen und das Ganze zu pausieren. Du brauchst das ja auch, um diese Collectibles zu finden, die Handabdrücke. Plus, dir kriegt ja, das Spiel sagt ja auch, wenn jetzt gerade noch was in der Nähe ist. Und dann holst du das Ding wieder raus, gehst einfach nur durch die Umgebung und es wird halt nach einer Zeit eher, es wird halt wirklich zu einer Arbeit. Es ist keine interessante Mechanik. Es wird halt wirklich, ne, du suchst nicht selber mit deinen eigenen Augen das Ganze ab, sondern du folgst einfach nur diesen Hinweisen da drauf. Ich find's bei den Gegnern dann schon ein bisschen interessanter. Aber auch da haben sie es jetzt nicht irgendwie so umgesetzt, dass du irgendwelche interessanten Entscheidungen treffen musst, sondern einfach so, ah, da ist der Gegner, dann scanne ich den halt und dann ist gut, ja. Der Hebel ist aber, ja, der muss ja sichtbar sein. Ich meine, das ist ja genauso, ne, das muss ja auf einem Handheld, so, der Bildschirmausschnitt ist ja nur ein bisschen breiter geworden. Aber an sich ist das ja immer noch, musst du in dem Bildseitenverhältnis von einem 3DS denken. Und das heißt, deswegen hast du auch den fetten roten Zeiger, deswegen sind auch die Buchstaben hier so riesig. Zum Beispiel, die sind allerdings sehr selten und meistens ist es das hier. Das ist einfach lame und scheiße. Das Münzending war cool und an mehr erinnere ich mich. Ne, du hast dann, das ist so klassisch, oh, hier mit dem Stylus Sachen hin und her schieben, Rätsel. Scheiße, das Münzending war cool und an mehr erinnere ich mich nicht. Ich weiß auch gar nicht, ob es tatsächlich mehr Rätsel gibt. Das Münzenrätsel, das ist so dieses klassische, das ist so ein Professor Layton-Rätsel. Du musst dann, die Münzen haben dann jeweiliges Gewicht und du musst dann eben mit den Münzen, die du hast, das richtige Gewicht erreichen. Aber ich bin gerade wirklich am Überlegen, ob du nachher, hast du eigentlich wirklich nochmal ein richtiges Rätsel? Vielleicht am Ende im Labor nochmal irgendwas? Aber ich kann mich tatsächlich nicht mehr erinnern. Ja. Das Ballern ist okay. Ich finde sowas immer nett. Das ist nicht das Einzige, aber das regt mich bei sehr vielen Leuten immer auf, dass es dann. Also als.
Als Drummer ist für mich immer das Problem, dass die Leute sich so random aussuchen, auf welchen Beat, auf welchen Schlag sie einen Schnitt machen. Und das halt nicht konsequent umgesetzt wird. Aber das machen super viele, das machen eigentlich alle Leute. Das regt mich eigentlich bei allen Leuten auf, die das machen. Die suchen sich dann immer so einen schnellen Song raus und dann merken sie, oh, es wäre kacke, wenn ich jetzt auf jedem einzelnen Beat den Schnitt machen würde. Also nehme ich mal hier ein bisschen mehr und jetzt mache ich hier wieder ein bisschen weniger. Und das ist so, dann nimmt man sich einen passenderen Song irgendwie. Das Gefühl ist okay. Nicht komplett kacke. Ja, es ist schon komplett kacke. Da brauchst du, hab keine Angst vor den Leuten. Kannst ruhig ehrlich sein. Das Trefferfeedback in diesem Spiel ist absolut, absolut ass. Aber auch nicht wuchtig. Viele Waffen fühlen sich an wie eine Wasserpistole. Die Waffenvielfalt ist auch komplett Standard. Da überrascht einen gar nichts. Aber das Waffen-Upgraden funktioniert hier anders als zum Beispiel in Resi 4 oder 8. Hier hast du keinen What Are You Buying oder Drachenlord-Cosplayer, sondern du findest die Upgrades auf dem Schiff und deine Waffen haben Slots, wo du die reinpacken kannst. No sexual. Die Upgrades sind hier auch... Das ist auch für das Hauptspiel ist das, dass du merkst, dass das sehr für den Raid-Modus gemacht wurde. Weil beim Raid-Modus du dann auch die besseren Waffen findest, du hast dann eben Weapon-Drops, du hast Drops von diesen Skills, die du dran setzen kannst, und dann hast du auch einen Skill, mit dem du bessere Waffen-Drops, mit dem du bessere Skill-Drops bekommen kannst, und dann kannst du dir wirklich basierend auf den Waffen, die du halt mitnimmst, weil das sind dann halt wirklich nur dann auch immer die drei, die du haben kannst, dass du dir dadurch so versuchst, einen Setup zu bauen, was sowohl Kraft hat als auch, und das ist das größte Problem im Raid-Modus, genügend Munition vor allem eben gegen Ende. Aber in der Hauptkampagne ist das so, einfach so fühlt sich das so reingeworfen an. So, hier habe ich mal ein bisschen was ich finde und dann da und dann kann ich es halt in den schweren Modus mit rübernehmen. Aber da kriegst du halt, also das würde mich sehr wundern, wenn das nicht so wäre. Weil das ist eine Sache, gerade mit den Loot Drops und alles und dieses immer wieder Spielen auf höheren Schwierigkeitsgraden, dadurch bessere Sachen bekommen, das fühlt sich so an, wie für den Raid-Modus gemacht und dann können wir es halt noch in die Hauptkampagne mit reinnehmen. Auch sehr Standard, ja, mehr Ammo, mehr Stärke, mehr Schussfrequenz. Es gab ein cooles, wo man den Schuss aufladen konnte, aber ich kam nicht dazu, das zu nutzen. Perfekt. Das Nervige bei diesem System ist halt einfach nur, dass du wahrscheinlich wie ich deine Waffen immer wieder wechseln wirst und dann musst du immer die Upgrades rausnehmen, die du brauchst und dann bei den anderen Waffen wieder reintun. Ja, das ist nämlich dann im Raid-Modus wesentlich besser, weil du dann eben das für die Mission machst. Du machst das für die Mission. Und dann spielst du einfach damit und dann musst du dich während der Mission selber nicht mehr damit auseinandersetzen. Und vor allem bleibst du eben dann auch ein bisschen dabei und dann bekommst du mal ein paar bessere Sachen und wechselst das mal eben durch. Und hier das zu kombinieren mit eben diesem klassischen, das heißt klassischen, aber schon eher so Survival-Horror-Gameplay, hat, finde ich, halt überhaupt nicht funktioniert. Der Raid-Modus ist super. Der Raid-Modus, ich meine, der im Zweier ist nochmal besser, weil da auch Steuerung und Trefferfeedback besser sind. Aber im Einser, das ist der eine, das ist der eine Grund, das Ding zu spielen. Ansonsten gibt's keinen Grund. Das System ist ganz cool, aber nicht optimal. Mich hat es persönlich abgefuckt. Capcom, ich hasse dich. Ach ja, und man kann Gegner stunnen und dann hauen. So ein bisschen wie in Resi 4, nur dass sie komplett reingeschissen haben. Ja, so ein bisschen wie in Resi 5 in dem Fall, wie es gemacht ist. Da fehlt halt, glaube ich, einfach die Serienerfahrung, um da die genaue Lineage eben zu sehen. So, das, ne, erneut, das ist ein Spiel, was auf einer modifizierten Version an sich von Resi 5 basiert. Und die Nahkampf, der Nahkampf wurde ja von 4 zu 5 nochmal angepasst, leider, so ein bisschen, Aber in Revelations hast du dann wirklich nur noch die so eine Form und dann das, was du machen kannst, ist die Attacke noch aufladen und das war's. Und da kannst du eben auch im Koop versuchen, das ein bisschen hin und her zu schlagen, aber meistens ist es so, dass du einen Gegner stunst, du hast auch extra so Stun-Granaten und dann wirfst du die einfach hin, stunst den Gegner, schießt ein bisschen drauf,
weil der ist dann eine gewisse Zeit gestunt, aber wenn du ihn schlägst, dann kommt er aus dem Stun raus. Das heißt, die optimale Spielweise ist dann immer, wenn der Gegner gestunt ist, maximal Schaden machen und dann lädst du auf. Und wenn du mit zwei Leuten spielst, dann ist es zum Beispiel so, dass du beide hauen rein, einer stellt sich noch dran, versucht den Nahkampf zu machen. Du kannst noch versuchen, beide gleichzeitig einen Nahkampf aufzuladen. Aber eine andere Person kann dann noch, während der Nahkampf von der Person A auflädt, dann selber noch draufballern oder mit dem Messer eben Schaden machen. Aber ja, das ist halt nichts wirklich Interessantes, weil du dadurch keine. Du hast ja währenddessen noch keine Iframes, so während dem Aufladen. Du hast keine Art Roundhouse-Kick, wo du dann eine Crowd-Management eben durch hast, wie das ja vor allem in Resident Evil 4 der Fall ist. Also es ist so ein Überbleibsel noch. In Resi 4 ist es schnell und effektiv. Hier ist es zwar auch effektiv, so ein dummer Schlag macht mehr Schaden als ein Magazin Schrotze, aber du musst vor jedem Schlag erstmal Mana auftanken, an das Herz der Karten glauben, ein Buch schreiben, eine Religion gründen und Ki sammeln, macht alle die Hände nach oben wie als Kind für Goku und dann kommt sowas bei raus. Capcom, ich hasse dich. Aber ich meine, das war jetzt Chess, vielen Dank für das Prime-Abo. Ich meine, das Aufladen an sich ist ja, du hast die anderen Funktionen von der Attacke nicht mehr. Das Aufladen soll ja so ein Risk-Reward sein, dass du dich dann eben dann hinstellst und das länger auflädst, damit die Attacke dann rauskommt. Das ist halt dann vor allem blöd, wenn du nur einen Gegner vor dir hast und kein Risiko. Es entsteht die Attacke in dem Fall aufladen zu lassen. Aber ja, du hast keine wirkliche Interaktion mit restlichen Gegnern. Das ist einfach immer so der Endpunkt. Dann hau vorher Schaden rein und dann versuch ganz zum Schluss noch den Nahkampfangriff. Weil sobald du einmal in der Aufladeaktion bist, dann brauchst du keine Sorgen haben, dass der aus diesem Status wieder rauskommt. Also das heißt, so, du kannst ihn immer noch mit einem Nahkampfangriff daneben treffen. Jetzt größtenteils unsere Seite, ja? Was ist denn... Ich bin, bei mir Dragon Ball Spiele bin ich raus. Da, also wenn es nicht irgendwie so ein, was anderes als wenn es ein Straight-Up Fighting Game ist, dann vor allem diese ich muss jetzt 50 Key-Level aufladen, Dinger, das ist einfach für mich nix. Deswegen, da bin ich persönlich raus. Denn mit der anderen Seite, die Gegner sind auch relativ Standard. Normalos, stärkere Normalos, Fernkampf-Normalos, außerhalb des Schiffes sind solche Backflip-Heinis da. Manche machen den Sam Fisher, sind aber so nett, dass sie, bevor sie angreifen, sich wieder sichtbar machen. Ehre an euch, Dankeschön. Es gibt auch an sich ist es ja gut, dass du, ich meine, du kannst sie auf jeden Fall hier immer, das ist dieses Unsichtbare, wo du den Gegner zumindest noch die meiste Zeit sehen kannst, aber es gilt ja auch darum, dass es noch fair sein soll, den Gegner dann eben schnell angreifen zu können. Das Problem ist auch hier, dass du kaum Waffen hast, die dann wirklich Stun machen, dass du, so die Gegner haben so ein bisschen Dark Souls Poise, du musst denen erstmal ein bisschen was reinballern, bevor sie dann umkippen nach hinten. Die machen dann immer so einen geilen Backflip und dann landen die auf dem Boden. Dann kannst du eben in die Fresse reinhauen. Du musst dann auch im besten Fall deswegen meistens mit den verschiedenen Granatentypen dann arbeiten. Du hast dann auch welche, für die dann bestimmte Gegnertypen anfällig sind. Bei manchen hast du dann welche, die dadurch eben auch sofort kaputt gehen. Aber es ist auch gar nicht das Problem, dass die, weil an sich ist es ja nichts Verkehrtes, wenn du Gegner hast, so hey, du hast ja den Standardtyp, du hast den stärkeren Standardtyp und du hast den Fernkampfstandardtyp. Das ist ja an sich solides Gegnerdesign, dass du unterschiedliche Typen hast, die vor allem auch mit Nahkampf- und Fernkampfkombination verschiedene Teile des Raumes abdecken, sodass du auch dir überlegen musst, die Platzierung und wen du wie zuerst eben angreifst. Aber die sehen auch alle unfassbar langweilig und gleich aus. Also wirklich nur diese so komische Blobviecher sind vollkommen blur. Und der Rest ist dann eben auch so, ja, okay, hast dann eben Hunter drin, aber ist ja jetzt auch nichts Neues oder so. Machen. Ehre an euch, Dankeschön. Es gibt auch Fische. Es ist halt der normale Kram. Die Fische sind auch einfach nur nervig. Die liegen halt einfach rum und sind Damage Sponges. Also.
Wenn ich das irgendwie cool finde, dass sie bei jedem Gegner so ein fischiges Design genommen haben, weil, ne, Wasser, im Wasser sind Fische und Kanye West. Gay fish, yo. Motherfucking gay fish. So finde ich, sehen die irgendwie hässlich aus. Und jetzt auch nicht dieses gute hässlich, so, oh wow, gruselig, eklig hässlich, Hilfe, Hilfe. Bitte helfen Sie mir, ich bin in Gefahr. Sondern halt so goofy hässlich. Und dann benehmen die sich noch so wie Sims, die auf neues Badewasser von Belle Delphine warten. Und ich meine, das ist wahrscheinlich zu viel verlangt von einem 3DS Resident Evil, aber so kleine Unterschiede innerhalb der Gegnertypen. Also manche von den, bei manchen Referenzen, bin ich auch dann einfach so, das ist, du kannst bei, also gerade bei Kanye, kannst du heutzutage nicht mehr irgendwie mit dem South Park-Ding ankommen. Da ist einfach zu viel anderes passiert, was den Mann auszeichnet. das Belle Delphine ist auch einfach wieder viel zu alt, das ist auch schon wieder irrelevant geworden. Das wäre schon cool, sodass die nicht einfach komplett copy and paste aussehen. Aber das Beste an denen ist der Name von denen, ja, den Jill und die anderen denen gegeben haben, ja. BOW. Nicht zu verwechseln mit den BW, Abkürzung für blaue Wichser. Die Kollegen stehen für beißfreudige ozeanische Wichser. Aber die Bosse sind hier gar nicht. Mein BOW ist ein Begriff, den die schon immer benutzen. So, ich weiß, es ist so, ich weiß, dass das in dem Fall nur der Gag sein soll. I get it, aber. Ich weiß gar nicht, ab welchem Teil die das schon benutzt haben. Aber es ist schon seit Ewigkeiten da drin, ja. Gar nicht mal so kacke. Ich weiß nicht, ob die Abkürzung schon seit RE1 drin ist, aber das benutzen die schon seit Ewigkeiten. Übershit, aber wie gesagt, für so ein kleines Game echt gut. Und sie wurden hier auch wirklich kreativ. Wir haben zum Beispiel die Frau hier, die erstmal komplett weggebrettert wird und dann auch noch belästigt. Und der Ausschnitt ist auch zu sehen. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass Batman hier irgendwo ist. Die kommt später als Boss, Zombie, Tentakelviech, beißfreudige ozeanische Wichserin wieder. Und ich meine, in alten Resident Evil Games wurden wir ja von dem ein oder anderen Zeitgenossen mal durch die Lokation. Oh, ich weiß, warum das gemacht wird, aber einfach so bei den alten Resident Evil Games und dann die Remakes zu nehmen, die 10 Jahre nach Revelations rausgekommen sind. Verfolgt und gejagt. Einer hübscher als der andere. Und hier hat Capcom einfach den Spieß geändert. Aber ab jetzt ändert sich der Spieß. Ab jetzt ändert sich der Spieß. Abschließend kann ich zum Gameplay nur sagen, dass viele Missionen einfach nur simple Schlauchlevel sind. Ab und zu kommen mal Gegnerwellen oder so eine Actionsequenz, die dann von okay bis meh ragen. Dieses Spiel ist halt ein Mix aus den alten und neuen Resident Evils und ich würde sagen, am besten ist es, wenn man sich auf das alte konzentriert, denn für ein Handheld-Spiel kann es ab und zu echt gut Atmosphäre aufbauen. Das kommt jetzt nicht so oft vor, aber wenn, dann ist es auf jeden Fall nicht schlecht. Und ich meine, das Game geht nicht lang, es ist für mich einfach eine gute Zeit, auch wenn man merkt, dass es halt schon gealtert ist. Kommen wir jetzt aber zu. Ja, vor allem ist es bei einem 3DS-Spiel, was von Release an beschisseneres Gunplay, beschisseneres Trefferfeedback hatte, als jeder Resident Evil-Teil, dann irgendwie mit einem, ja, ist halt schlecht gealtert, das ist halt wieder dieses ich will da einfach nur helfen. Ich will da einfach nur Feedback geben und dann sagen, hier, komm, denken wir noch mal gemeinsam drüber nach, weil das Problem ist einfach, dass dir noch der Skill fehlt, besser zu die Eindrücke besser zu erklären. Das merke ich halt an dem ganzen Video, auch eben bei Sachen, wo ich zustimme, wo ich dann immer das Gefühl habe, eben auch durch die Art und Weise, wie es ja rübergebracht wird, wo ich auch teilweise nicht, also manche Sachen scheinen geskriptet zu sein, andere wie, also ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand permanent Halt in sein Skript reinschreibt, aber ich habe ja immer, ich hab da immer dieses Gefühl, dass so dieses, ne, ich meine, das ist ja das Schwierigste,
die eigenen Eindrücke und auch die eigene Wahrnehmung, Gefühle gut zu erklären, gut auszudrücken und das dann eben richtig zu verstehen. Und gerade sowas wie dann, oh, gealtert und bla bla bla, das ist immer so ein Zeichen dafür, dass du das noch, ne, da nicht, nicht richtig weißt, wie du es eben wirklich erklären sollst. Mich macht das halt hier in diesem Fall noch ein bisschen frustrierter, weil es nicht mal auf die Art und Weise, wie Leute immer vorgeben, wie sie das, das Altern meinen, dass es ja in dem Fall auch gar nicht funktioniert. Zum wilden Part des Spiels. Erstmal die deutsche Sprachausgabe. Holy shit. Das klingt gar nicht gut. Schwierig. Damit die Nostalgie so richtig kickt, habe ich das Spiel auf Deutsch gespielt, wie damals, als ich noch kein Englisch konnte. Ich kann immer noch kein Englisch. Und das war die beste Entscheidung. Decision. Englisch. Das Writing plus die deutsche Synchro ist ein Meisterwerk. Hört euch einfach mal diese Line Delivery an. Was ist das? Was ist das? Oder dieser Dialog. Glaubst du, die haben Chris und Jessica erwischt? Ich hoffe nicht. Hey, keiner sagt, dass Chris tot ist. Ja, Bruder, das hat wirklich niemand gesagt. Und was sie dann antwortet, passt auch nicht. Na gut, dann sollten wir ihn endlich finden. What? Boah, das ist... Aber wer allen die komplette Show klaut, ist Jessica. Die Sprecherin von Jill ist schon hammerhart in der Betonung, aber Jessica reißt... Alter, das schlimmste Charakterdesign aller Zeiten. Bruder, also wer immer auch das gemacht hat, gehört einfach weggesperrt. Alles raus. Sie sind infiziert. Vorsicht, Jessica. Siehst du? Deswegen mag ich Chihuahua. Oder hier, wo Chris in Lebensgefahr ist, weil sein Bein gebrochen... Chris klingt ehrlich gesagt auch nicht besser. ...ist und Zombie-Wölfe ihn angreifen, da sagt sie nur... Deutsche Capcom-Synchros sind immer mit am schlimmsten. Also das, was ich von 4 Remake gehört habe, war tatsächlich nicht verkehrt. So ein paar Stellen. Mein süßer Hintern ist unterwegs. Stopp. Oh. 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 Oh, Dice from Cringe. Das tut ja wirklich... Oh, das ist ja Fremdscham. Oh, das ist ja richtig unangenehm. Sonst kriegt er gar keinen auf die Schnauze. Übrigens hatte Chris nur vergessen, wie man aufsteht. Danach ging es ihm wieder super. Aber einer meiner absoluten Lieblingsdialoge ist der folgende. Also, Jill war es? War was? Konzentrier dich. Sie war vorher deine Partnerin, oder? Ja, sie war meine Partnerin. Warum fragst du? Naja, es war nur so eine Frage. Ja, sie war meine... Naja, es war nur so eine Frage. Oh Gott. Eine Partnerin, warum fragst du? Ach, naja, war ja nur so eine Frage. Ich liebe Synchronsprecher. Und das Ding ist, die wollten mit dieser Geschichte, glaube ich, so eine richtig spannende Thriller-Spy-Fernsehserie schaffen. Mit geheimen Agenten, korrupten Behörden und dann ganz viel Intrige und Plot-Twists. Das Ding ist... Revelations hat 12 Kapitel und jedes geht so, keine Ahnung, 15 bis 30 Minuten, weil es ja auf dem Handheld ausgelegt ist, was da auch ganz gut geklappt hat, falls man es unterwegs zockt, warum auch immer man Resident Evil unterwegs zockt. Auf jeden Fall kommt nach jedem... Bro, Resident Evil 4 auf der Switch? Was ist los? Natürlich werde ich mir auf der Switch 2 nochmal die kompletten Resident Evil Spiele holen. Natürlich. Direkt erstmal Resident Evil 2 Remake auf der Switch 2. Let's go! Verdammten Kapitel, ein Previously on AMC's The Walking Dead. Sie wollten es so krass und cool machen, aber ich meine, die meisten werden das wahrscheinlich wie ich an 2 Tagen oder so durchballern und teilweise schaust du dir dann die Endcutscene von...
Das ist halt, deswegen hat das bei keinem Spiel funktioniert, was das jemals gemacht hat. Das war auch, ich weiß, dass ich damals Alan Wake gespielt habe und ich habe Alan Wake an zwei Abenden durchgespielt und dann jedes Mal immer wieder dieses Previously on Alan Wake und so, ja, das habe ich habe das gerade gesehen. Das war gerade das Ding. So dieses Previously on, das funktioniert doch ehrlich gesagt bei wenn ich das bei irgendwelchen Streaming-Serien sehe, ist das genauso. So dieses Previously on, das wurde gemacht, damit Leute A, TV-Serien wöchentlich ausgestrahlt werden und damit du nochmal, oh, was ist die letzte Woche jetzt hier gerade passiert? Das heißt auch so bei Streaming-Sachen, das Einzige, wo ich das akzeptiere, sind bei so Amazon Prime-Serien, die wie The Boys oder so, wöchentlich veröffentlichen. Plus du kannst dann eben schön wegdrücken. Und eben auch nochmal, dass wenn Leute eine Folge verpasst haben und dann jetzt einschalten, dass du die irgendwie reinholen kannst. Aber bei einem Videospiel ergibt das einfach so überhaupt gar keinen Sinn. Und das zeigt auch einfach mal wieder, wie oft dann, ich meine, zum Glück machen wir den Wix nicht mehr, aber wie oft dann einfach nur so Signifier übernommen werden, ohne zu überlegen, warum die in dem ursprünglichen Medium überhaupt jemals vorhanden waren. Von einem Kapitel an und dann schaust du dir die fast gleich. Ich weiß nicht, ob das eine Referenz sein soll. Also entweder, er kann natürlich sagen, ich habe den Gag gemacht, dass ich kein Englisch kann. Es kann aber auch, das wäre Deep Cut, ich glaube nicht, das wäre Deep Cut. Es kann eine Referenz darauf sein, dass bei manchen Versionen von Resident Evil Revelations das falsch geschrieben ist. Ich glaube aber, es ist einfach ein Rechtschreibfehler. Weil es gibt einige 3DS-Versionen der nordamerikanischen Fassung, wo Resident Evil Reflatons oder irgendwie so raussteht. So Reflatons oder so. Gleiche Cutscene nochmal in der Rückblende 10 Sekunden später an. Ja, genau, Revelatons oder so, ja, genau. Aber es wird. Aber dafür, damit das eine Referenz ist, dann hättest du eben auch. Das I, ne, du hättest halt das OO haben müssen, aber dafür, dass das I irgendwo falsch gesetzt. Naja. Besser. Einer der Stärken von diesem Game und wahrscheinlich der gesamten Reihe ist die Subtilität. Schlagt es nach. Manche englischen Synchros sind aber auch extrem schlecht, by the way. Ich weiß nicht, welche aus der modernen jetzt halt so, auch nur ansatzweise so kacke wäre wie eine normale deutsche Synchro. So, das war früher der Fall auch bei Capcom. Wenn sie da die alten Resident Evil Teile oder eben die Mega Man X Teile. Aber, also das ist ein ganz anderer Level. Ich zeig euch einfach mal ein paar Charaktere, die auf der guten Seite sind. Und ratet mal, wer von denen insgeheim total böse ist. Da kommt keiner drauf, oder? Und der Bre ist wirklich böse. Hier zum Beispiel. Das sind vielleicht nicht die originellsten letzten Worte, aber ich wünsche Ihnen viel Glück, mein Herr. Er sagt, viel Glück, meine Herren. Es sind aber nur Chris und Jill anwesend, du Schwein, wenn ich das Twitter erzähle. Und wie ihr gesehen habt, hat dieses Spiel wirklich viele Charaktere, aber gleichzeitig ist es ein relativ kurzes Spiel. Aber dennoch... Ich finde, wir sollten Leuten verbieten, zu sagen, dass ein Spiel kurz ist, wenn es länger als 5 oder 6 Stunden geht. Du solltest zumindest irgendwie für 2, 3 Stunden in irgendeine Kabine gesperrt werden, wenn du meinst, 8 Stunden seien kurz. Das ist so kompletter Arbeitstag kurz. So 8 bis 12 Stunden ist so eine normale Spielzeit sein sollte. Das ist so, wenn ich sage, oh, nur weil wir jetzt haufenweise Filme haben, die 3 Stunden gehen, ist ein 2-Stunden-Film nicht kurz. Dennoch hat Capcom viele Charaktereigenschaften. Wenn du mir sagst, oh, das ist ein kurzes Spiel, und dann geht das 8 Stunden, dann schlage ich dir ins Gesicht. Für die Neuen mit reingebracht. Jess. Also 3 Stunden ist kurz, 4 Stunden ist kurz, maybe 5 Stunden ist noch kurz. Aber 8,5 Stunden ist nicht kurz. 8,5 Stunden ist ein kompletter Arbeitstag. Jessica steht auf Chris. Wenn man das hier noch nicht gerafft hat, hier noch ein Beispiel.
Walla Billa, Alter, was ist das denn, Alter, ja? Subtilität und so. Aber ich meine, wer kann es ihr verübeln? Aber der Typ hier steht auf Jessica. Und er steht nicht nur auf sie. Das sind die beiden schlimmsten Charaktere. Kurz im Vergleich zu Witcher 3. Okay, dann ist ein Elefant ein kleines Tier, weil es im Vergleich zum Wal klein ist. I guess. Oh. Sondern er stalkt sie. So, du bist Jessica also gefolgt. Weißt du jetzt wenigstens, wo sie wohnt? Ja, fast. Ich war ihr ganz dicht auf den Fersen, aber dann ist sie bei der... Hey! Du hältst mich wohl für einen Stalker, hä? Ich meine, Spoiler Alert, aber Jessica ist ein Traitor. Und ich dachte, vielleicht findet er das so heraus und warnt dann die anderen. Aber nope. Es hat keinen tieferen Sinn in der Story. Er ist einfach nur ein Stalker. Capcom musste ihn nicht zum Stalker machen, aber sie haben es getan. Und ich respektiere diese kreative Entscheidung. Ich hasse dich nicht mehr, Capcom. Aber das absolut Wildeste ist einfach nur der Plot an sich und seine Twists. Passt auf, Veltro ist eine Terrororganisation und hat eine Bioattacke auf die Stadt Terra Grigia veranlasst. Daraufhin hat der überhaupt nicht böse aussehende Typ Sonnenlicht auf die Stadt gerichtet und die Viecher ausgelöscht. Das waren anscheinend alles Gamer. Die Stadt ist platt und ein Jahr später sind wir Jill, die Chris auf diesem Schiff sucht. Aber Plot Twist, Chris war nie auf diesem Schiff, sondern es war eine Falle von Veltro. Was ist das? Chris kommt auch endlich mal an und verprügelt erstmal einen Stein. Bruder, was soll das? Jill und Parker finden jetzt Infos über Veltro und dem Virus heraus. Sie wollen diese Infos verschicken, aber der Bruder meldet sich und outet sich als böser. Was? Damit hätte wirklich niemand gerechnet. Und jetzt will er mit seiner Taschenlampe... War das mit den Schiffen eigentlich eine 999-Referenz? Taschenlampe Jill und Parker vernichten. Das schafft er aber nicht, weil die beiden keine Gamer sind. Der Veltro-Typ will uns dann alles verraten, aber Jessica ballert ihn ab. Erst schießen, dann fragen. Sehr gut, Schwester. Und unter der Maske verbirgt sich wirklich eine abscheuliche Wahrheit. Wirklich ganz schlimm. Es stellt sich nämlich heraus, das ist ein Ginger. Alles richtig gemacht, Jessica. Der war im selben Team wie Parker damals. Das hat man in den Rückblenden gesehen. Dann kommt aber ein Plot-Twist, den ich eben schon gespoilert habe. Conan O'Brien auf jeden Fall bester Bosskampf. Spoilert habe, und zwar, dass Jessica ist böse und will Parker töten und ficken. Aber es kommt dann direkt noch ein Plot-Twist. Der Ginger lebt noch und er hat Parker gesagt, dass sie der Traitor ist und er arbeitet eigentlich mit O'Brien zusammen. Das ist der Chef von Jill und so. Parker hat ihm auch geglaubt, bis er sein Gehirn ausschaltet und irgendwie nicht mehr daran glaubt und jetzt schießt er nicht auf sie. Eine halbe Sekunde später verrät sie ihn aber und schießt auf ihn. Ich hasse es, wenn sowas in Filmen oder Spielen passiert, aber Parker überlebt das. Parker! Dein Spender! Aber Plot-Twist, Parker Aua. Stirbt im Feuer, aber Plot-Twist, er stirbt nicht. Ginger Man hat ihn gerettet. Aber der größte Plot-Twist ist, dass quasi alles von O'Brien konstruiert wurde. Der Chef von Jill mit den großen Händen. Er hat Jill auf das Schiff gebracht, hat Veltro gefaked, die gibt es nämlich nicht mehr, hat diese Chris-Puppe gebaut, warum auch immer, wahrscheinlich für private Zwecke, ey, ich judge nicht, hat Chris zu einem Fake-Veltro-Standort gebracht, glaube ich, den Stalker zu einer Fake-Location gebracht, glaube ich, nur um diesen Bree aus der... Ich glaube, das ist mehr als jemand jemals über die Handlung von Revelations nachgedacht hat. Reserve zu locken, wie auch immer das klappen soll. Das hat der Stalker alles herausgefunden, aber dann stirbt er, weil er und sein Kollege der komischen Fährte von O'Brien gefolgt sind und das macht O'Brien dann ganz traurig, aber Plot-Twist, die sind gar nicht tot und Plot-Twist, den Anführer von Veltro, den gibt es noch, der ist auf dem versunkenen letzten Schiff, von wo aus Veltro und der Bree den Virus erforscht haben und der gibt sich eine Überdosis und ist der Endboss. Wir besiegen ihn und beweisen, dass der Typ mit Veltro zusammengearbeitet hat und in der After... Glaub mir, Leute, wenn du das spielst, dann ergibt das nicht mehr Sinn. After-Credit-Scene, wirklich After-Credit-Scene in einem Resident Evil auf dem 3DS, sehen wir drei weitere Plot-Twists. Jessica ist ein Undercover
Undercover-Agent und hat nicht für O'Brien oder den Bruder gearbeitet, sondern für sich selbst, kein Plan. Und obendrauf gibt es... Ja, ich glaube, die haben so versucht, eine Ada aus ihr zu machen. Noch eine Probe. Aber Jessica kommt auch zum Glück einfach nie wieder vor irgendwo. Von dem Virus. Ich meine generell, die ganzen Revelations-Charaktere tauchen nie wieder irgendwo auf. Virus, obwohl eigentlich alles ausgelöscht sein sollte. Und der Ginger Man ist ein Undercover-Agent und hat eigentlich für sie gearbeitet. Sie fragt ihn, warum er Parker gerettet hat und er beantwortet es nicht. Ich habe keine Ahnung, in welchem Resi-Teil das hier weitergeht, aber ich komme jetzt schon nicht mehr hinterher, ja? Das ist in gar keinem. In gar keinem geht das weiter. Das ist auch ehrlich gesagt gut, dass das Spiel einfach nur vergessen wird. Fast auf dem Level von Kojima oder Sam Lake und damit ist es eine komplett normale Resident Evil Story. Also, um die Frage zu beantworten. Naja, also bei Resident Evil versucht ehrlich gesagt, du hast meistens, wenn überhaupt, dann hast du eigentlich so eine Revelation. Aber ich meine, das Spiel soll ja, vielleicht haben sie gesagt, so Resident Evil Revelations, also müssten wir sehr viele Revelations da drin haben. Ich weiß es nicht. Aber du hast normalerweise maximal sowas wie, oh, Wesker ist der Böse. Oder, oh, Barry ist gar nicht böse. Barry wurde nur von Wesker dazu hier geblackmailt, die Jill in den Rücken zu fallen, so. Mehr hast du normalerweise eigentlich nicht. Also, ich will jetzt nicht sagen, dass Resident Evil normalerweise irgendwie voll die geilen Plots oder sowas hat, aber Revelations ist auf einem absurden Level scheiße. Also wirklich nochmal, da ist ja die Handlung aus Resident Evil Survivor besser als das hier, wo es dann zumindest so, oh, ich bin der Böse, aber nein, ich bin ja gar nicht der Böse, ich bin ja eigentlich der Gute gewesen. So, das ist ehrlich gesagt besser als diese komische Scheiße, die man halt mit Revelations versucht hat. Also das ist wirklich der, ich meine, ich habe den von Dead Aim jetzt noch nicht gesehen, den Plot. Aber Revelations ist wirklich, also da würde ich ja sogar noch 6 vorziehen, was die Handlung betrifft. Orten ist Resident Evil Revelations langweilig. Ranke mal die Story. Skyden ist auch besser als das. Langweiliger Durchschnitt. Größtenteils ja, aber ich mag's trotzdem. 7 von 7 Plot-Twists. Vielen Dank an alle, die mir Geld geben. Dr. Data, Yornixon, Rauti, J-Play, Kosuda-kun, Der Ehrenmann, Shay, Disliked Kavit, Lars Jahl, Schröder, Loyalty is my Lifestyle, The Joker, MF3 Wiesmann, Kevin die Seegurke, Darkside Command, Judy Alvarez, Antikörper 47, Miniboard, Who Shot Ya 999, Roadrunner, Panti, Bananenbrot, MSUHD, Sean Weisert, Brutros, GG Sammy, Kato Samiai, Marcel94, Mr. Platinum, Maddie sucht ja einen Job, Philipp, Bob Omp, Der Pfiffige, Der Dreckige Dan, El Karotte, Crombolt, Janibox, Albert schläft wie Einstein, Bavumwum, Zurozin, Möpse Möpse, Semon123 der Geilofisch, Grieche ohne Geld, Arrow Lost, Beardman und Kunde 92. Grieche ohne Geld finde ich auch einen guten Namen. Grieche ohne Geld, muss ich wirklich sagen. Das ist ein sehr guter Name. Krach. Ja, also wie gesagt, es ist, ich hab da absolut nichts gegen den Erfolg oder so. Es ist auch eher so bei mir die Kritik, dass ich halt das Gefühl habe, dass er, was habe ich in den letzten Videos ja auch schon gesagt, dass ich das Gefühl habe, dass er halt da noch sehr viel Potenzial einfach nach oben. Was? Okay. Dass da einfach sehr viel Potenzial nach oben ist. So, dass deswegen ich. Es ist halt mehr so diese, ich sehe das ganze Potenzial da eben dahinter. Also vor allem, was auch so die Besprechungen von den einzelnen Aspekten betrifft. So, das, was eben noch fehlt, ist halt wirklich so dieses, okay, herausarbeiten, wie bringe ich das Ganze argumentativ nach vorne, strukturiere das Ganze eben. Das ist so der Teil, der fehlt, plus eben das, ich glaube, beim ganzen Editing und Humor wäre es besser, wenn man sich so auf das, ich will nicht sagen, das Wesentliche konzentriert, aber eben
versucht, ein bisschen runterzufahren und dann zu schauen, was sind wirklich die Sachen, die gut sind und denen eben auch ein bisschen mehr Luft zu geben. Was hat die beste Storyline in Resi? Resident Evil 2 müsste wahrscheinlich der beste Plot sein. Es ist auch die rundeste Erzählung eben. Ich meine, Remake ist ehrlich gesagt auch ziemlich gut. Also vor allem auch dann dieser Lisa Trevor Subplot, der noch hinzugekommen ist. Die ganze Storyline vom ersten wurde halt wirklich sehr, sehr gut überarbeitet und auch relativ gut rübergebracht. Ansonsten, ich bin am Überlegen. Nee, das wären wahrscheinlich die beiden. Ich bin mal gespannt, was die aus Code Veronica im Remake machen. Weil Code Veronica hat Potenzial. Ich meine, Zero hat auch Potenzial, aber da bin ich mal wirklich gespannt. Bei Zero bin ich auch sehr gespannt, was sie aus diesem Ganzen... Werden sie das dann so übernehmen, dass du auch wieder deinen Kuttentypen, ne, deinen Beauty-Kuttentypen auf irgend so einem Berg im Regen stehen hast, während irgendwelche Operngesänge kommen. Keine Ahnung, ob das Resident Evil heutzutage nochmal machen wird. Aber du kannst sehr coole Sachen machen aus Zero. So dieser ganze Wesker-Birkin-Subplot finde ich jetzt gar nicht so verkehrt. Du könntest halt die Geschichte von Billy auf jeden Fall noch ein bisschen mehr ausbauen und dann eben auch die Interaktion zwischen ihm und Rebecca. Aber das, was für mich am größten Potenzial hat, ist halt Code Veronica. Weil Code Veronica A ist es halt wirklich das Ding, was sehr viel an der Umbrella-Lore aufgebaut hat. Und du hast da interessante Ansätze, nur die sind eben in Code Veronica nicht so gut rübergebracht. Also Zero und Code Veronica haben sehr gutes Potenzial im Remake, finde ich, sehr gut umgesetzt zu werden. Rev 2 ist, ja, es ist okay. Es ist okay. Also es ist 1000-mal besser als Revelations 1, das auf jeden Fall. Ich würde sagen, dass Revelations 2 eine der besseren ist. Aber auch da hast du eben sehr viel Mumpitz drin und halt dieses aufgesetzte, so wo sie halt nicht wirklich gut mit umgegangen sind. Also dieses ganze, ich fasse keine Waffen an Ding, was dann halt sehr predictable umgesetzt wird und auch nicht wirklich interessant. So, du hast da auch gute Dinge drin, dass du da natürlich dann die Tochter von Barry hast und Barry ist ja irgendwo so der Waffennarr von Resident Evil gewesen und das heißt, du hast dann genau seine Tochter, die dann damit nicht umgehen möchte. Dann hast du ja sie, Moira, die dann eben mit Claire unterwegs ist und Barry dann mit diesem anderen kleinen Mädchen. Aber das ist dann halt wieder diese Scheiße, die ich will einfach keine kleinen Mädchen in Horrorspielen mehr sehen, wo dann nachher sich dann irgendwie, oh, ich habe besondere Kräfte und ich bin hier und da irgendwie in den Plot involviert. Und das, was ich will, das einfach nicht mehr sehen. Ich will keine, lass einfach Kinder aus Horrorfilmen raus und auch so aus Resident Evil oder sonst was. Ich finde, das ist einfach immer so eine lame Scheiße und immer so langweilig. Und dann, Kinder sind generell unfassbar häufig einfach nur schlecht geschrieben. Vor allem in Horrorfilmen und in Horrorspielen. Und meistens folgt es immer diesem, ne, weil es dann immer diese Ausrede ist, so, oh, Kinder sind ja so unvorhersehbar und Kinder machen ja einfach alles und denen brauchst du keine richtige Persönlichkeit und irgendwie eine Logik dahinter schreiben. Und dann ist es irgendwie immer das Wichtigste nachher für den Plot, irgendwelche Fähigkeiten oder sonstiger Scheiß. Und das interessiert mich einfach nicht mehr. Also das ist so. Also vor allem ganz ehrlich, wenn es so um Kinderwriting geht, also nach Spy Family hat einfach niemand mehr eine Ausrede, keinen guten Kindcharakter zu schreiben mit besonderen Fähigkeiten. So, das ist wirklich, da sollten sich einfach alle Leute dran orientieren.
Anya ist hervorragend, vor allem, weil Anya halt immer noch so, ja, du hast eine gewisse Unpredictability in dem Kind drin, aber vor allem ist es nicht dieses, oh, ich bin secretly der Genius und manipuliere irgendwie alles und bin super, sondern du hast ein Kind halt mit Kräften, was aber immer noch ein fucking Kind ist und so die ganzen Eigenschaften und das Verhalten ist in dem Sinne halt super nachvollziehbar. So natürlich ein bisschen überspitzt, so keine Ahnung, ob du sonst irgendwie eine so ein kleines Mädchen hättest, was dann irgendwie, oh, meine Ziehmutter ist eine Auftragskillerin, Serienmörderin. Oh, das finde ich aber voll cool. Aber es ist ein deutlich besserer Umgang mit so, oh, hier ist kleines Kind, was irgendwie Fähigkeiten hat oder so. Vielleicht, keine Ahnung, vielleicht mag ich es auch einfach nur, wenn so ein Kindercharakter umgesetzt ist wie Yotsuba oder so. Glaubst du, dass Capcom Alfred Ashford in diese eine Richtung darstellen wird wie im Original? Meine Sorge ist, dass sie... mein momentanes Problem mit Capcom ist, dass bei Capcom niemand eine Ahnung davon von diesen Sachen hat. Das ist das Problem. Das heißt, die ganzen Entscheidungen, die getroffen werden, basieren oftmals nicht darauf, dass jemand eine wirkliche Idee hat oder dass jemand weiß, wie man mit diesen Themen umgeht oder mit halt irgendwas umgeht, sondern dass man einfach Angst hat, irgendwas zu machen, was für einen Backlash sorgen könnte und dann deswegen alles so runtersandet. So, weil da kannst du interessante Dinge mitmachen und gerade auch im Horrorbereich ist das eigentlich sehr passend und da kannst du was Cooles mitmachen, aber dafür müsstest du eben auch ein Verständnis davon haben, dafür müsstest du eben auch Leute haben, die mit diesem Material umgehen können und das ist einfach nicht, was ich da sehe. Das ist einfach das, wo ich bei Capcom nicht das Gefühl habe, dass die das irgendwie drauf haben, sondern dann einfach nur, ich meine, es ist immer noch besser, dann zu sagen, okay, dann versuchen wir es irgendwie gar nicht, bevor wir in ein Fettnäpfchen oder so reintäten. Das habe ich dann ehrlich gesagt lieber. Aber deswegen merkst du auch, dass aus vielen Spielen von denen, jetzt auch beim Dead Rising Remake oder so, dass da so, du merkst, dass da nicht wirklich so eine krasse Intention dahinter ist, sondern mehr dieses, oh, wir wissen einfach nur, dass irgendwelche Sachen blöd sind, aber wir verstehen nicht wirklich, warum oftmals. Und dann nehmen wir es einfach lieber raus, bevor es Probleme gibt. Weißt du, das ist so die Haltung, die sie da an den Tag legen. Und es wäre einfach tausendmal geiler, wenn irgendwelche Leute reingeholt werden, die das dann verstehen, wie man sowas interessant machen kann. Das ist halt die Sache. So, du siehst das ja auch bei Ada in Resident Evil 4 Remake. So, das ist ja, wir haben das ja aus älterem Footage gesehen, dass ihr Outfit tatsächlich noch den freien Ausschnitt hatte. Und den haben sie dann nachher einfach dann drüber gepleistert. Wo es dann irgendjemand so wahrscheinlich war, oh, ich weiß nicht, können wir das? Oh, keine Ahnung, sollten wir das? Oh, wir wissen es nicht. Okay, sicherheitshalber, lass das mal irgendwie auch mit Stoff bedecken. So. Das ist die, da merkst du einfach, dass da, so, okay, wir wissen nicht warum, wir wissen nicht wie was, wir wissen einfach nur, dass gewisse Dinge PR-Probleme sind und dann lassen wir sie lieber raus und das ist so, So, du könntest coole Sachen damit machen, du könntest auch mit den Character-Designs ein bisschen stärker sein teilweise, aber es ist, dafür müsstest du halt, wie gesagt, dann die richtigen Leute im Team haben. Dann gibt's viele Ass-Shots von Ada. Ja, aber das ist ja auch das ist ja auch überhaupt gar kein Problem, ne? Das wäre auch mit dem das wäre auch mit dem Ausschnitt überhaupt gar kein Problem gewesen bei der Figur. So bei Ashley, da bin ich schon eher so, okay, alles klar. Da bin ich ehrlich gesagt froh, wie sie es im Remake gemacht haben. Aber bei einer Figur wie Ada musst du dich wirklich jetzt nicht so krass zurücknehmen. Die Sache bei Alfred ist halt die Darstellung und auf welchen Tropes es basierte. Das ist eben auch dann im originalen Code Veronica eben der Kram.
Das ist halt öfter, das ist ja auch nicht das erste Mal, dass Capcom sowas gemacht hat oder dass du halt solche Figuren gerade auch in Horrormedien dann drin hast. Deswegen, das ist ja auch nie, dass da irgendwie, oh, die haben sich jetzt da absichtlich was gedacht und dann was Böses da reingeschrieben. Das ist ja genau wie bei Resident Evil 5 so. Das ist ja nicht, dass da, oh, wir wollten da unseren rassistischen Unterton irgendwie reinbauen und so darstellen. Das ist einfach nur fehlendes Verständnis, fehlende Kenntnisse und dann, okay, wir kennen die Kultur auch nur aus popkulturellen Sachen oder sonst was und dann bauen wir das eben auf die Art und Weise ein, ohne drüber nachzudenken. Aber deswegen ist es ja umso wichtiger, dann Leute in den Teams zu haben und dann richtige Recherche zu betreiben. Das macht es eigentlich nur für alle nach hinten raus besser. Können wir drauf eingehen, wenn ich bei Code Veronica bin. Das wäre jetzt ein bisschen zu weit, vor allem weil das auch sehr in Spoiler reingeht bei dem Spiel. Und deswegen, das ist halt so, wenn du es gespielt hast und weißt, dann weißt du, worum es geht. Und wenn nicht, dann ist es, glaube ich, besser, wenn wir darüber reden, wenn wir bei Code Veronica angekommen sind. Das ist jetzt auch nichts Krasses oder so. Das ist einfach nur wirklich, ist jetzt, glaube ich, ein bisschen schwer, das Ganze anzureißen und zu 100% zu erklären, ohne jetzt Code Veronica direkt nochmal zu spielen. Ich meine, ich würde jetzt nicht sagen, dass es bei Quiet gut verkauft war. Also vor allem bei Quiet war es halt diese Sache, you will be ashamed of your words and deeds. Und dann ist es so, oh nein, ihr Körper muss atmen und deswegen muss sie die ganze Zeit so nackig da rumlaufen. Aber ich denke mir einfach so, Bro, was? Mach's einfach wie Yoko Taro, mach's einfach wie George Kamitami und ist es so, ich mag einfach, wie die Figur aussieht. Und das ist der Grund, warum die Figur so aussieht. Und das ist so, okay, alles klar, cool. Ja. Gut, das sollte es aber damit gewesen sein. So, Leute, ich habe jetzt tatsächlich nicht mehr